Wie kann es eigentlich sein, dass es um 5 Uhr morgens schon so hell ist? Was geht denn bitte hier ab? Im Winter ist es nicht mal um 12 Uhr so hell oder so. Also ich muss sagen, was das Frühstück angeht, bin ich ja schon ein bisschen asiatisch und esse morgens sehr, sehr gerne Sachen, die sehr herzhaft sind und so eigentlich bei uns Mittag- und Abendessen Sachen sind. Also manchmal ist ja natürlich auch Brötchen und so, ihr kennt mich ja, aber voll gerne esse ich teilweise auch zum Beispiel einfach Nudeln. Außerdem, wenn ich morgens was esse oder generell was esse und das alleine mache, höre ich auch sehr gerne Podcasts, beziehungsweise manchmal auch Hörbücher. Aber heute habe ich einen Podcast gehört. Und zwar informiere ich mich da meistens sehr gerne über zum Beispiel politische Themen und höre da zum Beispiel diesen Podcast hier. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass ich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehe. Das mache ich aus dem Grund, dass ich immer finde, dass ich um 5 Uhr morgens produktiver bin, mehr Energie habe und einfach mehr Dinge erledigen kann und es mir dann auch besser geht. Und deswegen möchte ich sehr gerne den Morgen mal produktiv nutzen, damit ich am Nachmittag nichts machen muss. Und dieser ganze Zeitplan hat für mich jetzt schon die letzten Wochen sehr gut funktioniert, weswegen ich ihn auch weiter ausführe. Heute ist jedoch ein etwas besonderer Tag, da ich heute einfach erst um 11.30 Uhr in die Schule gehen muss, da wir die ersten 4 Stunden Ausfall haben. Deswegen habe ich sehr viel Zeit. Normalerweise muss ich eigentlich immer um 7.30 Uhr los. Heute muss ich, glaube ich, um, weiß nicht, 11.20 Uhr oder so. Also habe viel mehr Zeit als sonst. Ich höre mal kurz meine To-Do-Liste, die ich mir jeden Abend zuvor schreibe. Und zwar steht für heute drauf, dass ich jetzt allererstes für euch diesen Vlog hier filmen möchte. Da möchte ich meine koreanische Hausaufgaben machen. Stimmt, dann noch ein Video für Donnerstag vorbereiten, dann meine Schulsachen erledigen und auch noch etwas lesen. Genau, ich hatte gestern ein neues Buch angefangen, was ich schon spannend finde, aber ich habe leider gemerkt, dass ich irgendwie letzte Woche fast gar nicht gelesen habe in den letzten Wochen. Und deswegen möchte ich es diese Woche ändern und wieder ein bisschen mehr lesen. Ich bin jetzt übrigens gerade bei uns im Wohnzimmer, da ich einfach merke, dass ich mich manchmal besser konzentrieren kann, wenn ich nicht in meinem Zimmer bin, sondern in einer anderen Umgebung, in der ich mich gut konzentrieren kann. Was ist mit dem Licht los? Seht ihr mich? Ja, und ich mache jetzt mal meine koreanischen Hausaufgaben und dann muss ich heute einen Text darüber schreiben, auf Koreanisch, was ich immer so mache, um mich selbst zu trösten, wenn es mir nicht so gut geht. Also meine koreanischen Fragen sind immer sehr so philosophisch, über die ich schreiben soll, aber finde ich eigentlich ganz cool. Gott, so dreckig. Leute, falls ihr irgendwelche Methoden kennt, wie der Laptop nicht immer so extrem hässlich aussieht, dann sagt mir bitte Bescheid.
weil irgendwie, wenn ich den putze, ist der einen Tag später schon wieder dreckig, obwohl ich nicht mal sagen würde, dass ich ihn halt da irgendwie so anfasse. Aber das ist total schlimmer gewesen. Es ist so hässlich. So, ich werde jetzt noch Vokabeln lernen. Übrigens, kleiner Fun Fact, dass ich meine Jalousien immer unten, also auch nachmittags und so morgens, habe ich irgendwie immer unten. Ich werde jetzt, wie gesagt, die Vokabeln hier mal lernen. Ich mache das mal bei Quizlet, falls Fragen kommen. Und da habe ich jetzt gerade in meinem koreanischen Daily-Ordner, also in den Sachen, die ich jeden Tag wiederholen möchte, 140 Wörter drin. Und es dauert meistens so 20 Minuten, also eigentlich echt lang. Oder? Ist es lang? Ich finde eigentlich schon, dass es lang ist, aber ja, deswegen mache ich es auch nicht jeden Tag, aber eigentlich möchte ich es jeden Tag machen. Oh mein Gott, Leute, ich habe dafür gerade einfach eine Stunde gebraucht, um diese ganzen Vokabeln durchzugehen und das Licht ist gerade voll schlecht, aber egal. Auf jeden Fall habe ich nämlich diese Lernfunktion gemacht, weil ich hatte nämlich neue Vokabeln und ich wollte die alle erstmal lernen. Und wenn man die Lernfunktion macht, dann werden alle einem erstmal angezeigt und alle sind dann hier ganz auf der hintersten Stufe sozusagen. Und das hat irgendwie total lang gedauert und deswegen habe ich jetzt einfach 1 Stunde 22, oh mein Gott. Ich werde jetzt einmal das Video für Donnerstag vorbereiten. Weil es einfach viel zu warm ist, in so einem langen Shirt in die Schule zu gehen. Ich lasse gerade noch meine Haare ein bisschen und dann geht's auch schon los jetzt in die Schule. Falls euch der Vlog gefallen hat, könnt ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben oder auch meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Vlogs hier zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich mache eine sehr komische Endcard hier, aber egal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.